Heute beim elektrischen Reporter: Flachland, Jobsuche und Diktatoren. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Die digitale Avantgarde hat ihr Zentrum in Berlin. Und wenn in Deutschland irgendwo digitaldemokratische Pionierexperimente praktiziert werden, dann wohl eben dort, sollte man meinen. Ist aber nicht so, wie unser erster Beitrag zeigt. Der Landkreis Friesland erstreckt sich von der Insel Wangerooge über viel flaches Land bis hin zum Jadebusen. Knapp 100.000 Menschen leben hier. Einer von ihnen ist Peter Lamprecht. Der pensionierte Marineflieger hat ein Anliegen. Sein Wohnort, die Kreisstadt Jever, hatte früher ein eigenes Autokennzeichen, JEV. Das würde Lamprecht gerne wieder einführen. Er hätte wohl nicht recht gewusst, wie er das anstellen soll. Aber in seinem Landkreis gibt es ein ganz besonderes Werkzeug für Bürgerbeteiligung. Also ich war bisher, muss ich zugeben, politisch nicht in keiner Weise aktiv, außer dass man zu Wahlen gegangen ist. Aber von daher war Liquid Friesland halt der Anstoß, dass ich gesagt habe, okay, man kann mal sich überlegen, welche Themenbereiche einem vielleicht am Herzen liegen und sich da einzubringen. Also von daher war es schon ein kleiner Kick-off sozusagen. Liquid Friesland. Das ist die original friesische Version der Beteiligungssoftware Liquid Feedback, die der Berliner Verein Public Software Group entwickelt hat und deren bekannteste Nutzerin bisher die Piratenpartei war. Seit November 2012 ist der Landkreis die einzige Kommune in Deutschland, die die Plattform für ihre Bürger einsetzt. Zunächst ein Jahr lang im Testlauf. Jeder wahlberechtigte Einwohner des Kreises kann sich die Zugangsdaten besorgen. Bei Liquid Friesland kann er dann eine politische Idee formulieren und unter den anderen Nutzern dafür Unterstützung sammeln. Diese können aber auch Alternativen oder Änderungsvorschläge einbringen. Nach einer Bedenkzeit wird abgestimmt. Wer keine Meinung hat oder sich kein Urteil zutraut, kann anderen Nutzern seine Stimme übertragen. Gibt es mehr Ja- als Nein-Stimmen, dann gilt das Versprechen, dass der Kreistag die Idee in seinen Ausschüssen diskutieren wird. Umgekehrt stellt auch die Kreisverwaltung ihre aktuellen Vorhaben bei Liquid Friesland zur Diskussion, um von einem Querschnitt der Bevölkerung ein Meinungsbild einzuholen. Die Nutzerstruktur ist mitnichten voller junger Nerds, die sich für die Plattform angemeldet haben, sondern fast jeder zweite Nutzer in Liquid Friesland ist 50 oder älter. Und das hat mich schon auch überrascht. Über Peter Lamprechts Nummernschild-Initiative wurde besonders heftig debattiert. In der Abstimmung kam es aber zum Patt. Eigentlich war die Initiative damit gescheitert. Doch wegen des großen Nutzerinteresses wurde sie anschließend trotzdem im Kreistag diskutiert, dort aber schließlich abgelehnt. Es bleibt also beim Autokennzeichen FRI. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn es geklappt hätte. Aber wie es in der Demokratie so mal so ist, man kann nicht immer gewinnen, da muss man halt mitleben, ist so. Für mehr Müllcontainer haben die Friesen inzwischen beispielsweise gestimmt. Dafür, dass Radarfallen nicht mehr angekündigt werden. Und für einen kostenfreien Zugang zu allen Stränden. Glaubenskriege über anonyme oder nicht anonyme Beteiligung, wie sie die Piratenpartei in Sachen Liquid Feedback seit Monaten lähmen, spielen bei den pragmatischen Friesen keine Rolle. Und ich glaube, für einen politischen Diskurs ist es wichtig, dass jeder weiß, wer was sagt. Und unser Land ist frei. Jeder kann, glaube ich, auch zu seiner Meinung stehen. Also ich tue das zumindest und bin da bislang immer gut gefahren mit. 640 Friesländer haben sich bisher den Zugangscode bestellt. Davon ist die Hälfte älter als 50. Gut 450 haben sich dann auch registriert. Noch sind das weniger als 0,5% von Peter Lamprechts Mitbürgern. Der Landrat ist trotzdem zufrieden. Aber nicht jedem im Kreistag ist das genug. Die Opposition hat zwar für Liquid Friesland gestimmt, hätte aber gerne mehr Teilnehmer, damit nicht jede Bürgerinitiative das System kapern könnte. Ja, also nach einem Jahr Testlauf, denke ich mal, sollten wir deutlich mehr als die derzeitige Nutzerzahl haben. Also ich meine, dass wir irgendwo bei 2.000 bis 2.500 Nutzern ankommen sollten. Und ich fände es auch sehr wichtig, dass in den Abstimmungen zu den einzelnen Themen mehr als 40 Leute beteiligen. Nicht nur die Stadt Jever schaut sich an, was ihr Landkreis da macht.
Wie das Liquid-Feedback-Experiment in Friesland läuft, danach erkundigen sich hier inzwischen Kommunen, Fraktionen und Arbeitskreise aus ganz Deutschland. Das Durchsetzen politischer Ziele steht ebenso auf dem großen Zettel mit der Aufschrift mühsam wie die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz. Kein Wunder, dass in letzterer Angelegenheit so mancher zu außergewöhnlichen Maßnahmen greift. Und um eine eben solche geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Hallo, mein Name ist Adam Pacitti. Vor kurzem habe ich meinen Abschluss in Medienproduktion mit Auszeichnung absolviert. Ich hatte mich 2 Monate lang erfolglos für 250 Jobs beworben, aber ich bekam nie ein Interview. Die Idee hinter der Plakatwand und dem Tweet war, für potenzielle Arbeitgeber herauszustechen. Ich stellte employadam.com online, produzierte einen Lebenslauf in Videoform und ließ die Londoner Plakatwand als eine Art PR-Stunt mit meinem Stellengesuch bekleben. Auf diesem Weg wollte ich, dass Leute auf meine Webseite kommen, sich meine Arbeit ansehen und mich anstellen. Während der ersten 4 bis 5 Stunden, als die Plakatwand stand und ich das Bild getweetet habe, haben es, glaube ich, 9 Leute retweetet. Ich war sofort total ängstlich. Ich dachte, ich habe mein ganzes Geld dafür ausgegeben und die Leute mögen es nicht. Aber dann wurde das Bild von einer Journalistin retweetet und ein riesiger Schneeballeffekt startete. Am Ende hatte ich 15.000 Retweets. Allein am nächsten Tag bekam ich rund 100 E-Mails von Arbeitgebern, die interessiert an mir waren. Und am Ende der Kampagne hatte ich 60 formelle Jobangebote. Das ging so weit, dass mir Leute Verträge mailten, bevor ich überhaupt mit ihnen gesprochen hatte. Ich weiß nicht, warum Leute es geteilt haben. Ich würde gern denken, dass sie meinen Enthusiasmus mochten, meine Leidenschaft. Aber ich muss sagen, dass vermutlich die Hälfte einfach nur Mitleid mit mir hatten. Das ist in Ordnung, denn es hat am Ende funktioniert. Ich bin glücklich damit. Der nächste Schritt für mich ist, für etwas anderes als die Plakatwand bekannt zu werden. Ich habe am Ende einen Job bei Kio Digital angenommen. Eine der Ideen, an denen wir derzeit arbeiten, ist, eine Dokumentation zu produzieren, in der ich Menschen helfe, die sich in meiner alten Situation befinden. Arbeitslos, keine Lust mehr auf Bewerbungen. Ich erstelle Kampagnen für sie, damit sie einen Job bei ihrem Traumarbeitgeber bekommen. Ich arbeite an einer ganzen Menge Sachen, die ich als anspruchsvoll bezeichnen würde. Im Optimalfall werden die Leute also diese Jobs mit mir in Verbindung bringen. Aber ehrlich gesagt ist es mir egal, wofür ich bekannt bin. Alles, was ich will, ist, dass Menschen meine Arbeit sehen und sich davon unterhalten fühlen. Und wenn das so ist, dann ist das großartig. Wir bleiben im Wirtschaftssektor. Schon so manches Unternehmen musste sich öffentlich fragen lassen, ob es für einen zu erwartenden Gewinn die Moralmaßstäbe mal eben gegen Null gesenkt habe. Um einen solchen Vorwurf geht es in unserem nächsten Beitrag. Andy Müller-Magun vom Chaos Computer Club sammelt im Wiki Bugged Planet Informationen über internationale Käufer und Verkäufer von Überwachungstechnik. So entsteht ein Atlas der Zensur und der Internetkontrolle. Herstellerland ist immer wieder Deutschland. Die Kunden sitzen oft dort, wo es mit Demokratie und Menschenrechten nicht weit her ist. Etwa am Nahen Osten. Das ist ein wichtiger Exportraum, da gibt es sogar Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, da werden Delegationsreisen veranstaltet und so fort. Und es gibt also ein, wie soll ich sagen, ein Hand-in-Hand-Interesse der deutschen Regierung, deutschen auch Überwachungsunternehmen zu helfen, dort ihre Kundschaft zu finden. 5 Unternehmen listet Reporter ohne Grenzen in diesem Jahr als sogenannte Feinde des Internets. Gleich 2 davon sind deutsch. Die Firma Gamma, die stellt eine Software her, die auf Geräte eingeschleust werden kann und die sehr mächtig ist. Die kann zum Beispiel E-Mails mitschneiden, SMS, unter Umständen sogar Skype-Gespräche. Und dadurch kann natürlich jemand praktisch in seiner kompletten Kommunikation überwacht werden. Bei der Firma Trovicor ist es so, dass die sogenannte Monitoring Centers baut. Das ist eine Technologie, die wird in Netzwerkknoten eingebaut und mit dieser Technologie kann dann überwacht werden, welche Art von Kommunikation dort betrieben wird. Trovicor oder ihre Vorgängerfirma lieferte diese Technik offenbar an Bahrain. Folteropfer sollen mit derart abgefangenen E-Mails, Textnachrichten und Telefonmitschnitten konfrontiert worden sein, sagt Reporter ohne Grenzen.
Auch Iran und Syrien seien beliefert worden. Ebenfalls gegen Regimekritiker in Bahrain wurden demnach Finn-Fischer-Trojaner von Gamma International eingesetzt. Das sei lediglich eine gestohlene Demo-Version, behauptet Gamma. Beim Sturm auf Ägyptens Geheimdienstzentrale im Jahr 2011 sollen allerdings Vertragsangebote von Gamma gefunden worden sein. Mit dem elektrischen Reporter möchte Geschäftsführer Martin Münch nicht sprechen. In anderen Medien hat er neulich angekündigt, nun einen Menschenrechtsbeauftragten einzusetzen. Die Rolle will er selbst übernehmen. Trovicor gibt sich ratlos, wieso man überhaupt auf der Liste von Reporter ohne Grenzen gelandet ist. Kunden will die Firma weder dementieren noch bestätigen. Ein Interview gibt es auch hier nicht. Man schreibt uns aber: Trovicor beliefert keine Länder, die sich im Bürgerkrieg oder in bürgerkriegsähnlichen Zuständen befinden oder für die solche Umstände vorhersehbar sind. In schwer einschätzbaren Fällen entscheidet Trovicor gegen eine Belieferung. Missbrauch verhindern soll auch eine Schutzklausel in den AGBs, in denen die Kunden sich zur Einhaltung von Menschenrechten verpflichten. Zudem, sagt Trovicor, halte man sich an alle Exportgesetze. Das stimmt vermutlich sogar. Denn Exportkontrollen wie für Waffen gibt es für Überwachungstechniken nur bei sogenannten Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, militärisch und zivil. Das betrifft Software, bei der etwa Kryptographie im Spiel ist. Zivile Zensur und Schnüffeltechnik aber fällt durch dieses Raster. Darum fordert Reporter ohne Grenzen allgemeine Exportkontrollen. Die Kritiker sehen das Wirtschaftsministerium und die Partei, die dort den Minister stellt, als Bremser. Aber selbst in der FDP kann sich mancher vorstellen, dass man die Richtlinien für Softwareexporte überdenkt. Ich bin der Meinung, sofern in irgendeiner Form irgendein Zweifel bestehen könnte oder kann, dass so eine Software zum Aushorchen von Bürgerinnen und Bürgern benutzt werden kann, sollte das einfach unterbunden werden, dass diese Software ausgeliefert wird. Für den Internetaktivisten Jacob Applebaum geht es beim Umgang der Deutschen mit ihrer Überwachungsindustrie nicht nur um Gesetze. Technik darf man nicht moralfrei betrachten, findet er. Diese Leute sind Feinde der Menschenrechte im Dienste des Profits. An der Stelle vergleiche ich sie mit der deutschen HOMAG. Denn Thomas Watson und IBM wussten während des Zweiten Weltkriegs genau, wofür die Lochkarten benutzt wurden. Es geht nicht um neutrale Technik, um neutrale Mathematik, sondern um Profit und wenn er Menschenleben kostet. Ein harter Vergleich. Deutschland wird ihn aushalten müssen, solange Überwachungstechnologie made in Germany bei repressiven Regimen landet. Der größte intellektuelle Reichtum kann neben der größten moralischen Armut bestehen. Justinus Kerner. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.